Kasten schwebt. Jetzt brauche ich noch eine Wand, die leuchtet. Da muss man schnell sein. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Hier die zweite Aktion. Man kann aber noch nicht beschleunigen, glaube ich. So. Und jetzt. Kasten schwebt. Und rüber mit dem Kram. Juhu. Alter Schwede, ey. Da kann ich lange nicht mehr mein Spiel spielen. Ich hab's nur für euch geopfert. Ja, das steht hier jetzt so ganz umsonst. Oder blinkt hier ganz umsonst. Danke, Spiel, dass ich jetzt so viele Folgen machen musste. Damit ihr noch ein bisschen was Blind seht von mir. Ich glaube, wir aktivieren aber noch den Leuchtturm. Den machen wir noch. Ui, Rohre. Ja. Boah, wie soll das denn gehen, ey? Wo haben wir denn Schatten da? Oh, boah. Das war echt ein schlechter Versuch, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wie wir sonst gegen die Wand kommen. Da ist noch niedriger. Komm schon. Hip. Oh Mann. Wie oft soll ich denn noch? Zwei drücken, B drücken. Jetzt war ich drauf und bin wieder runter. Super. Aber wir haben es gleich. Ist zwar umständlich, ich weiß nicht, ob es einen anderen Weg gibt. Aber naja, braucht man nicht. Ne? Ich habe noch eine Idee. Warte mal, geht man da automatisch in den Schatten? Ich glaube, ne? Ich glaube, das habe ich wieder gelöst. Juhu! Gut. Ta-ta-ta-ta! Ist das hoch? Ah. Cool. Gibt's hier Kugeln? Nö. Hey. Was? I'm coming home? Oh. Nur ein Schatten. Wie krass gemacht jetzt, ey. Es wird aber auch immer heftiger. Cool. Das ist die Prinzessin so. Zagelt Kritik. Wen wundert's auch? Gibt's hier noch was? Nee, scheinbar nicht. Nur, dass da ein Aufgang ist, was mir überhaupt nicht gefällt. Soweit? Tatsache. Wie geil. You think you're gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk. That's the power of scared of change. Oh, nee, nicht gut. Also Johnny, muss man ja sagen, der hat einfach nur Pech. Und, naja, und vielleicht ein bisschen dumm. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving.
Sie hat aber einen dünnen Arm. Schlecht. Ich möchte jetzt gerne in den Tod springen, weil der Schatten nicht zurückgeht. Nein! Nein! Jetzt reicht es, ey. Na, warte mal, Kopf. Ich brauche meine Familie. Das glaube ich Johnny sogar. Johnny, ja. Maybe I'm no good without my family. Ja. Maybe I need my family to be good. Und jetzt? Ah. Alter, sind wir hoch, ey. Da unten ist ein Laternenpfahl. You're not even a real father. Na und? I missed you so much. I missed you too. Jetzt wird's aber richtig abgedreht hier. Yeah! Alter, wie geil ist das denn? Schon das ganze Riesending da. Darf man sich entscheiden? Cool, man kann das auch alles beleuchten. Ja, alles nicht, aber. Hammergeil. Ja, jetzt hat es eingerastet. Bei dem Bildchen, glaube ich. Es werde Licht. Triff dich mit Didi bei der Bühne. Ich glaube, das müssen wir uns zur Belohnung noch antun. Und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Alter, 1,5 Stunden oder ein bisschen weniger für euch. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the right one. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen. A physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box. But it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. It's echt coole Show. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. Alter. What you don't know can hurt you. Was für eine brutale Show. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Was für ein großartiger Künstler. Ich hab gar nicht drauf geachtet, dass er ist gespeichert. Folge Didi hinter die Kulissen. Er speichert. Ja, hey. Großartige Show, die haben wir uns redlich verdient, gerade ich, der sich so mühevoll auf dem auf dem Leuchtturm abgeplagt hat. Aber damit erstmal genug.
Ich danke euch fürs Zuschauen und gebt doch mal einen Kommentar ab oder ein Like und teilen und so weiter, ne? Wisst ihr Bescheid? Schaut doch mal auf die anderen Videos vorbei. Ich habe auch mal wieder vor, Sims unbedingt weiterzumachen, Into the Future und Serious Sam. Dead Space ist so eine Nebensache, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Okay, dann bye bye und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chris Moore.